Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Ich habe ein bisschen rumgefummelt mit der Elgato Game Software und ich habe herausgefunden, dass es so, wie es jetzt ist, wenn ich so einfach aufnehme, am besten läuft, die beste Qualität ist. Das heißt, bei diesem PS4 Gameplay wird es kein Intro geben. In keiner Folge. Ich fange einfach an. Ne? Also die ersten paar Folgen waren jetzt qualitativ ein bisschen lowwertiger, wenn man das so sagen kann. Und ja, jetzt wird es dann halt besser. Allerdings habe ich da noch keinen Weg gefunden, wie ich meine Intros, meine anderen Videoshots, die ich so habe, mit in dieses Programm reinbringen kann. Oder irgendeiner schreibt mir mal freundlicherweise in die Kommentare, wo ich den Link finden kann zu dem Video, welches mir erklärt, welche Rendereinstellungen ich für Sony Vegas 13 zum Beispiel brauche, um meine vorgerenderten PS4-Videos original wiederzugeben. Weil ich glaube, da liegt nämlich einfach der Fehler. Ne? Dass ich das durch dieses Programm hier rendern lasse und die Qualität verschlechtert sich durch den zweiten Rendervorgang wegen den Einstellungen in Sony Vegas. Ne? Ist eigentlich ganz logisch. Aber, ja, was willst du da als Laie rumprobieren? Wie so ein Fisch, ne? Bis du da irgendwann mal auf den Fehler gekommen bist. Da ist dann auch schon ein bisschen Zeit vergangen. Scheißegal, wir starten durch. Ein bisschen cutten kann ich ja in dem Programm. Die Cuts sind natürlich dementsprechend schlecht, sage ich jetzt mal einfach. Aber ich versuche es so gut wie es geht, einfach in einem Stück durchzuziehen. Ja, diese Session wird jetzt ein bisschen länger gehen. Die Folgen dann einfach wie immer aneinandergereiht, Tag für Tag. So. 9.06 Uhr, minus 7 Grad. Was haben wir hier? Ach so, ich kann mein Pferd hier petten und so ein Shit, ne? Pferdeinventar. Tennessee Walker. Infoanzeigen. Tennessee Walker heißt mein Pferd. Mein Hauptpferd. Mein Main-Pferd. So, Pferdeinventar. Wir gucken mal. Wie sind wir denn ausgestattet? Ja, unser Leben geht eigentlich klar. Ausdauer auch. Gut, dann brauchen wir da nichts raus. Dann können wir einfach mal zu... Wie war's? Zu Pearson, ne? Zu Pearson hier ins Haus gehen. Da ist er. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea. 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Okay. Wir werden also hier jetzt in die Lehre des Jagd Dings eingeführt. Here, you take this. Ein Bogen. I can't use it and you'll have to. Oh, you're joking. Okay. Use a gun and we'll scare off every animal for miles around. Ja, ich habe schon gehört, dass das übel sein soll. Okay. Wir reiten also erstmal los. Wir haben 22 Pfeile, ein paar Innereien. Aber wir haben ja auch noch Zeug in unseren Pferdetaschen. Das heißt, verhungern werden wir hier mit Sicherheit nicht. Halte mit deinen Gefährten Schritt, indem du auf X tippst oder es gedrückt hältst, während du in ihrer Nähe reitest. Dein Pferd verliert keine Ausdauer, während du dich ihrer Geschwindigkeit anpasst. Ja, das ist ja geil. Da muss ich also einfach nur gedrückt halten, oder was? You'll be fine. Oh,
Wenn ich das eh nur gedrückt halten muss. We're gonna find something to kill. It ain't no Driscoll. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit. They'll be needing feet. Nimm einfach die Kamera. We'll head up this way. Find some higher ground. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Okay. Ja, ich habe heute einen Artikel gelesen, in dem stand, dass das Spiel das Action-Genre entschleunigt. Hier haben wir ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich meine, was soll ich jetzt sagen? Also, ich habe absolut keinen Plan. Wie es hier jetzt weitergeht. Es sieht auf jeden Fall sehr geisteskrank aus. Es ist halt wie im Film. Und es ist fast schon zu schade eigentlich, dass ich meine scheiß Hackfresse da reinschneide. Vielleicht spiele ich es einfach ohne. Okay, hier scheint es weiter zu gehen. Come on, let's try this way. Keep your eyes peeled for movement. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Hey, stop here a second. I see something. Okay, er hat irgendwas gesehen. Im Schnee. Hier ist schön. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. So, das hier ist mein Pferd. Waffen auf Pferd, L1. Wo kann ich das denn jetzt auswählen? Da, der Bogen. Come on. Grab that bow off the horse. Hab ich. Quiet as you can. Stay low and move slowly. Drücke L3, um dich zu ducken. Okay. Wow. That's very slow. Ja, I think so. Maybe not. Focus. Drücke bla bla bla, um Adlerauge zu aktivieren. Da ist die Fährte. Okay, dann gehen wir da erstmal lang. Oh, ist vielleicht doch ein bisschen zu laut jetzt, ne? So, vielleicht. Ich hoffe, mit meiner Stimme geht das klar. Ich muss das, wie gesagt, alles erstmal noch auspegeln. Jetzt richtig. Mit dem Programm habe ich jetzt, ehrlich gesagt, erst einmal richtig aufgenommen. Und ein paar Mal bei Monster Hunter, aber das war irgendwie eine ganz andere Geschichte. So, die Fährte geht da unten lang. Ich ducke mich wieder. Ah, man hört schon, dass die Stacker definitiv auch Lärm machen. So. 22 Pfeile. Ich weiß, dass das hier außen lang ging. Oh ne, hier ist die Spur. Da ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Down there. You see him? L2 gedrückt halten, um den Bogen zu spannen. Get that bow out, Arthur. Ja. Try to hit him in the neck or head. Neck or head. Get good tension on the string before releasing. Just don't overdo it.
Take the shot. Ich will aber nicht loslassen. Okay, gut. Ich möchte mich eigentlich noch ein bisschen anschleichen. Das schaffe ich doch sonst gar nicht. Ich weiß nicht, wie nah ich ran kann. Am liebsten, von wo würde ich denn am besten schießen? Ist da hinten noch einer? Okay, wir versuchen es von hier. Nee. Mm-mm. Auch nicht. Auf keinen Fall. Da muss man schneller sein, habe ich das Gefühl. Hier sind noch ein paar Bäume. Ich möchte, dass er seinen Kopf wieder aufrichtet. Ja, der Cursor zielt auch gerade schon so auf die richtige... Focus, Arthur. We need this meat. Scheiße. Daneben. Ich wusste es. Da oben rennt er lang. Kleines Stückchen wird er mit Sicherheit noch rennen. Deswegen gehe ich mal hier einfach so lang. So. Renne ich denn immer noch? Ja. Jetzt muss ich wieder langsam machen. Seht ihr die Tracks hier? Ich gucke mal gerade mit dem Adlerauge. Ja, hinter dem Berg ist er verschwunden. Wow, das dauert ja übel lange. Und ich bin gespannt, ob ich richtig treffe gleich. Beziehungsweise, ob der dann One-Shot down ist. Ja, moin. Ah, er guckt schon irgendwie zu mir. Aber ich glaube näher. Ja, die gehen schon ein Stück weg, ne? Das ist aber näher als das, was ich eben hatte. Vielleicht kommen wir noch näher ran. Wie es aussieht, ey. Good shot. Now let's try for another. Okay. This might be our only chance for a good meal. Erlege noch einen Hirsch. Pass auf, wir rennen da erstmal hin und dann gucken wir uns den Burschen da vorne mal an. Oh, hier ist ja... Hier ist ja ein Fluss. Komm, wir versuchen mal hier rüber zu... Scheiße. Ja, so wie ich das Spiel kenne, bin ich jetzt nass und kalt und voll am Arsch. Moment mal gerade. Tasche gucken. Gesundheit. Das ist Ausdauer, ist dieser Blizz. Leben, eigentlich geht's, ne? Arznei. Magenbitter. Aber mein Ausrufedings da, mein Blitz ist immer noch rot. Das ist komisch. Kann ich den jetzt nicht irgendwie mal... Hä, Kollege? Muss ich wirklich noch einen anderen Hirsch jagen jetzt? Was machen wir denn mit dem? Steht er da unten? Moment mal gerade. Ja, das ist ja. Zwei Stück sind da so. Drei. You just wounded it. Better go put it out of its misery. Nee, ist doch umgefallen. Wir gehen mal hin. Wow, der schreit ja richtig. Ey, das ist jetzt nicht so cool. Na komm, geh mal hin. Muss ich ihm jetzt erst wirklich noch mit dem Pfeil? Bring's mit dem Messer zu Ende. Das geht am schnellsten. Töten. Oh, crazy. In den Bauch? Also ins Herz quasi. Alles klar, Weißwedelhirsch. Wow, das Companion hält fest, was du in der Spielwelt alles entdeckt hast. Du kannst im Pausemenü unter Fortschritt darauf zugreifen. Companion aktualisiert. So, drücke nach oben, um nach deinem Pferd zu pfeifen. Ach cool, dein Pferd reagiert auf dein Pfeifen, wenn es in der Nähe ist. Baue weiter Verbundenheit zu deinem Pferd auf, damit es sich die Reichweite erhöht, in der es auf dein Pfeifen reagiert. Komm her, Baby.
Das hört sich hier witzig an. Okay, da oben ist er. Der alte Johnny Jumper hier. Oder Jolly Jumper? Wie hieß der von Lucky Luke? Das Pferd. Aber der sieht auch nicht so aus wie der. So, Waffen auf Pferd. Pferdeinventar, Tennessee Walker. Was geht mit Tennessee Walker? Steig auf dein Pferd, alles klar. Und zack. Jetzt hätten wir das Jagdgedöns auch erledigt. Triff dich mit Charles. Ja, dann let's go. Ja, das ging doch eigentlich klar. So schwer war das nicht. So schwer war das nicht. Wow, es wird ziemlich schlecht Wetter hier. Jetzt hier über den Fluss. Oder wo ist er? Ach, da vorne ist er. Reiten wir zurück. Okay, ja, er kommt rüber. Du kannst Tierkadaver bei Personen abgeben, um zu den Vorräten der Bande beizutragen. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Ach, guck hier, hat das andere Reh. Considering how things were looking a couple of days back. Hirsch. So maybe our luck's finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. Probably right. And even if we do get off here, what then? Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to land, though. Dutch and Jose will have a plan. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. Watch out. Bear up ahead. Ein Bär? We can find another way around. Da vorne ist der Bär, okay. Whoa. Must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Go easy, boy. So. Alles klar, da vorne ist ein Bär. Ich habe rausgefunden, yeah, okay, dass ich mein Pferd auch petten kann, wenn ich auf dem Pferd drauf sitze. Ja, jetzt müssen wir hier irgendwie an dem Bär vorbei. Der wird hundertprozentig an unsere Hirsche. Der Bär hat dein Pferd erschreckt. Raubtiere in der Nähe machen dein Pferd nervös. Halte L3 gedrückt, um es zu beruhigen. Alles klar. Okay, das war's. Muss er natürlich aufpassen, alter Schwede. Ich didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess.